Ahoi, ihr Landratten, und willkommen zurück zu Assassin's Creed 4 Black Flag, meine lieben Kameraden. Arr. Und so. So. Erstmal die Kiste hier plündern. Wenn wir schon mal in der Nähe sind, ne, können wir das ja eben auch mal machen. Und ab zu der nächsten Mission. Die da vorne ist. Und so. Ja, ja, ja. Dauert bloß eine Weile, bis wir da sind. Da ist jetzt auch die Windmühle, wo wir eigentlich hin mussten. Bei dieser Maronen-Assassinen-Mission, die wir im vorherigen Part gemacht haben. Ich hoffe mal nicht, dass es immer noch diese Assassinen-Mission ist. Oder was ist auch immer, diese Templerjagd-Mission, genau. So hieß sie ja. Aber ich glaube nicht. Sonst würde das hier nicht als Ausrufezeichen markiert sein. Hoffe ich mal. So, kann man hier hoch? Ja, hier kann man hoch. Und jetzt hier hoch, super. Wo lang jetzt? Mach einfach weiter nach oben, auch gut. Jetzt ein bisschen nach rechts, so. Super, da wären wir oben. Da ist Kit, die alte Socke. Sequenz 5, unbemannt. Mission starten. Treffen wir uns doch in einem Pub. Ich kam nach Kingston, um mein Ziel zu finden. Saufgelage haben keine Priorität. Wir könnten zusammenarbeiten, weißt du? Du willst Laurens Prinz erwischen und ich seinen Gefangenen. Wir suchen den Weisen ebenfalls, Edward. Leg dich nicht mit uns an. Möge der bessere Mann gewinnen. Wachen patrouillieren über den gesamten Besitz. Sie benutzen Glocken, um Ärger anzuzeigen. Siehst du da? Wir sollten sie unbrauchbar machen, bevor wir fortfahren. Bei so vielen Männern hier hilft uns Heimlichkeit allein nicht weiter, also tue ich, was ich kann, um sie abzulenken. Dann hast du eine Chance, sie auszuschalten. Bereit? Du heißt nicht James, oder? Meistens nicht. Komm mit. Ist das jetzt doch eine Frau, oder was? Ich meine, die sieht jetzt auch noch wie eine Frau aus, Kid. Aber eigentlich ist es ein Mann, hä? Alter, Brainfuck bis zum Gehtnichtmehr. Aber erstmal synchronisieren hier den Scheiß hier. Ich meine, wenn wir schon mal oben sind und da und hier und sowieso, dann können wir das ja eben mal machen. So, hier ist eh noch alles safe. Wenn du Prinz vor mir siehst, töte ihn. Dann ist sogar etwas Geld für dich drin. Abgemacht? Verdammt, Mann. Wie kommt's, dass du eine Frau bist? Gott, Edward. Muss ich dir das erst noch erklären? Also, ich habe einen Auftrag. Du kannst dich später lustig machen. Kit, danke, ne? Da ist der Glockenturm da. Wie komme ich denn da am besten an den Rand da? Ah, sieht mich schwer. Ne, gut. Niemand hat mich gesehen. Das ist super schön. Jetzt einfach mal rüber hier. Ja, sieht gut aus. Kit ist mir momentan auch nicht so wirklich eine Hilfe. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Weißt du was? Den Typen schnapp ich mir mal. So, Kollege, komm mal hier rein. So. Dann nehme ich mir den vor. Na komm. Sehr schön. Ah, Moment, kurz warten, bis ich den hier ausschalte. Den Kollegen da. Ah, der guckt
genau jetzt zu uns. Dann ist da noch ein Sniper, ey. Oh, Kacke. Ich hab den gerade überhaupt nicht bemerkt, den Typen da. Alter, so ein Scheiß. Mann, 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 Mann. Was hier auch los ist? Ein Captain Kit hier, Alter. Typ, der bringt mir irgendwie gar nichts. Ich dachte, der will hier die ganzen Leute ablenken. Was denn hier los? Mit dem neuen Kit hier. Was passiert denn, wenn ich einem den Berserkerpfeil gebe? Frage ich mich gerade. Kämpft er denn einfach die ganzen Leute oder was? Ha. Der schläft auf jeden Fall erstmal hier. Der Sniper. Komm, schneller, schneller hier. Da nochmal untertauchen. Kollege kann mal reinkommen. Ja. Hä? Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Meine Fresse. Ich habe gerade jetzt wieder gesehen hier. Gar nichts. Ja. Auch schön. Komm mal her. Oder drehe dich am besten einfach um. Schön. Jetzt geht der Sniper mir noch auf die Eier hier. Oder drehe dich um, du scheiß Dreckssniper. Die stehen hier auch gleich alle auf, ey. Boah. Einfach jetzt hier rüber. Ah. Ne, die kommen nicht her gut. Schnell darüber. Oh. Ei. Ah. Ey, ganz ehrlich, das ist doch mal überkrank hier. Ich versuche mal einfach mal was hier. 1, 2, 3, Risiko. Bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Das ist aber hier ganz schön gut gesichert hier. Muss man ja ehrlich mal sagen. Kann ich den herholen? Ne. Ich könnte vielleicht... Ah. Dann vielleicht den hier schnell mal... Perfekt. Perfekte Ablenkung. Sehr schön. Oh, 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 oh. Mann, 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 Mann. Komm, beeil dich, beeil dich. Ich brauche hier einen Busch. Das ist ein fucking Busch. Da. Super. Hui. Kurz mal alle hier bitte markieren. Alarm! Alarm! Die Glocke geht eh nicht, Kollege. Scheiße, wa? Ja, ja. Die hab ich ausgeschaltet. Hihihi.
Also die Berserker-Dinger, die bringen es irgendwie schon sehr. So, komm mal hier rein. So. Wie stellen wir das jetzt an hier? So, jetzt eigentlich safe. Boah. Alter. So, die kümmern sich um den hier. In der Zeit kann ich schon mal schnell die Glocke ausmachen hier. Da ist noch ein Sniper gewesen. Perfekt. Ist doch alles irgendwie gut. So. Alter, das geht echt ganz schön gut zur Sache hier. Ui, ui, ui. Komm, verlier mich. Verlier mich. Mach deinen geilen Kreis weg, danke. So. Bis hier hin. Schnell dahin. Jawohl. Halt! Keinen Schritt weiter! Bitte! Ich bin angeschossen! Ich brauche Hilfe! Gott, Thompson, sieh nach ihr, sie ist verletzt. Und zwar schlimm. Ich bin hilflos. Nun gut. Und schwach. Dann nimm meinen Arm. Gott segne euch. Nice. Schöner Ding. So, und ab hier schnell da rein. Komm, komm. Ihr sollt die Augen offen halten. Er sagt, wir treiben sich ein paar Unruhestifte herum. Ich geh weiter. Der müsste sich mal umdrehen hier, der Kollege. Der steht da echt wie ein Baum, ey. Mann, Mann, Mann. Wisst ihr was? Der schläft mal kurz. Ah, nein, nein. So wie ich es sehe, ist es beim Schwertkampf genau wie bei der Liebe. Boah. Ich hätte auch nicht gedacht gerade, dass der direkt da reinklettert, ey. Ich dachte, der hängt da erstmal sich dran. Hey Mann, das ist nicht nett. Alter. Ich will da hochklettern. Aber wie komme ich da hoch? Von hier aus vielleicht besser? Ah, da ist eine Wache. Schalten wir erstmal aus hier. So. Sehr schön. Dann ist hier noch eine Kiste. Die nehmen wir uns auch eben mal, ja. Ne, so kommen wir auch nicht nach oben. Und Sniper. Das ist doch die Chance, hier von aus hochzuklettern. Jawohl. Von da aus kommt man nach oben. Sehr schön. Da ist ein Sniper. Da ist auch einer. Ist ja nicht gerade sicher hier. Muss
man ja ehrlich mal zugeben. So. Der wäre ausgeschaltet und schnell mal zum anderen Kollegen rein. Komm, mach hin, mach hin, mach hin. So, hi. Und der Aussichtspunkt ist da unten. Wie jetzt? Ach, da. Oder ist er das? Ja, auf jeden Fall ist er das. So, synchronisieren wir einfach mal ganz geschillt hier. Und dann suchen wir den Typen noch. So, mach weg den Scheiß. Aber diese ganzen Schlafpfeile und die Berserkerpfeile bringt's echt, ey. Sorgt für schöne Ablenkung und alles, ja. Auf jeden Fall. Und jetzt die Frage. Wo ist der Heini? Wo ist der? Da ist er nicht, da ist er nicht. Da ist eine Alarmglocke-Dingenskirche. Ach, da ist er. Der ist da drin, da. Ah. Kann ich nicht hier irgendwo einen fucking... Ja, ich kann einen fucking Todessprung da ausführen. Das ist doch gut. So, genau hier rein. Mache ich das doch einfach mal. So. Naja. Ich schimpf hier weiter. Da ist er doch. Markier den oder so, keine Ahnung. Gib mir eine neue Aufgabe. Oh Mann. Alter. Ich will nicht noch näher dran gehen. Ich hab ihn doch schon aufgespürt. Was? Warum schlägt er hier nicht zu? Ich warte kurz, vielleicht kommt er auch nochmal zu diesem Eingang da, wo ich gerade stehe. Dann kriege ich den vielleicht jetzt. Hallo? Ich warte kurz. Na, komm, dahin, genau dahin, zu diesem Eingang. Da. Oder zu diesem Fenster. Geh dahin. Endlich. Okay, einfach töten. Auch gut. Was hängst du über mir wie eine lüsterne Krähe? Willst du mich leiden sehen? Du hast selbst nicht so wenig Leid verursacht, Meister Prinz. Vergeltung, schätze ich. Ihr törichtes Lumpenpack und eure prätentiöse Philosophie. Ihr lebt in der Welt, aber ihr lenkt sie nicht. Du missverstehst mein Motiv, alter Mann. Ich bin nur auf das Geld aus. So wie ich, Junge. So wie ich. Achtung, Kenway! Ich hab deinen Mann! Ich erkenne dich. Der Templer aus Havanna. Ich bin kein Templermann. Das war nur Täuschung. Wir sind hier, um dich aus der Sklaverei zu retten. Mich retten? Ich arbeite für Mr. Prinz. Dann ist er ein erbärmlicher Master. Er hatte vor, dich an die Templer zu verkaufen. Man kann auch wirklich keinem mehr trauen. Robert! Ach du Scheiße. Okay, aus dem Gebiet entkommen. Dafür bin ich auch. So. Zack, zack. Jawohl. Und hier hin. Und jetzt? Da weiter. Gut. Ah, der Weg sieht echt gut aus. Ja, sieht echt perfekt aus. Und dann da nochmal hoch, bitte. Komm schon, Kenway.
Jawoll, und raus bin ich. Nice. Und bitte da untertauchen. Kein Ding. Alles easy. Also ich muss jetzt da hin. Oh, noch. Ja, toll. Komm, mach hin. Schneller, schneller. Ach, Kacke. Haben sie mich schon wieder gekriegt hier. Was willst du denn hier? Rennt von mir weg irgendwie, keine Ahnung. Na egal. Haben wir einfach mitgenommen, den Kollegen, ne? Können wir ja mal machen. Na? So. Ein paar Rauchgranaten werfen hier und dann hier anonym werden. Kein Ding. Ich hoffe mal, jetzt gucken die nicht genau da rein und das machen sie hundertprozentig, oder? Ah! Ah, der schaut, der schaut. Der will's, der will's. Der kriegt es auch. Ah, da kommt, glaube ich, auch schon gleich der nächste an. Gedackelt. Ja, schaut gut aus. Naja. Hier ist genug Platz für mehrere Leute. Schönes Ding. Gut geschafft. Hast ihn wieder verloren, was? Ei. Roberts ist ein Teufel mit sehr fragwürdigen Umgangsformen. Dann habe ich heute zwei Männer verloren. Also, wie heißt du wirklich, Mädchen? Mary Reed, für meine Mom. Und auch für meine Freunde. Aber kein Wort zu irgendjemand. Sonst entmanne ich dich auch noch. Aha, ist doch eine Frau. Habe ich doch gewusst. Mission beendet. Erinnerung 3, unbemannt. Geschafft. Schöner Ding. So, Leute, aber ich werde erstmal diesen Part beenden, dann sehen wir uns beim nächsten Part von Assassin's Creed 4 Black Flag wieder. Bis dahin verabschiede ich mich aber erstmal noch nicht, denn ich will noch diesen geilen Motherfucking Courier da kriegen. Ja, Kollege. Oh, da schläft ja jemand. Oh nein! Ach komm, geh down. Und eben plündern, ganz chillig, so. Gut, dann werde ich den Part jetzt auf jeden Fall beenden und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Assassin's Creed 4 Black Flag wieder. Bis dahin verabschiede ich mich mit einem Schakalaka Motherfucker. Arrrr.